Du bist großer Pokémon-Fan und brauchst viel neuen Pokémon-Stuff? Dann kann ich dir heute sogar vielleicht behilflich sein. In Zusammenarbeit mit Nintendo verlose ich ein Pokémon-Fan-Paket, unter anderem bestehend aus einem Pokéball Plus, Pokémon Silber für den 3DS und einer Sarpifoy-Plüschpuppe. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr einen Screenshot von einem Shiny-Pokémon aus Let's Go Evoli oder Let's Go Pikachu posten. Dies könnt ihr entweder auf meinem Discord in dem speziellen Gewinnspielkanal machen oder ihr macht es auf Twitter mit Erwähnung meines Accounts, ansonsten könnt ihr leider nicht teilnehmen. Alle weiteren Informationen finden sich in der Beschreibung zu diesem Gewinnspiel. Beachtet bitte auch die Community-Richtlinien von YouTube und die Teilnahmebedingungen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Shiny Pokémon faszinieren uns immer wieder. Doch was sollte man über Shinies alles wissen und wie begegnet man ihnen in Pokémon am einfachsten? Seitdem die Shinies in der zweiten Generation eingeführt worden sind, sind sie wirklich etwas Besonderes. Denn durch ihre meist markante Färbung fallen sie den Spielern besonders ins Auge. Bei einigen Pokémon ist das nicht so der Fall, wieso man sich wohl dazu entschlossen hat, eine Art Sondersequenz einzufügen, wenn man dem Pokémon wild begegnet. Im Berichtsmenü lassen sich die Pokémon ganz einfach durch das Sternchen erkennen, was zeigt, dass das Pokémon ein Shiny ist. Doch was bringt es, das Shiny zu erkennen, wenn man nie einem Shiny begegnet? Vielleicht verwenden ja einfach einige Spieler die falsche Strategie, um ein Shiny-Pokémon zu hunten. Deswegen, wie kann ich denn Shiny-Pokémon leichter begegnen? Denn es gibt mittlerweile diverse bekannte Methoden, mit denen man einen Shiny zu begegnen massiv erhöhen kann. In Let's Go Evoli und Let's Go Pikachu gibt es natürlich keine Pension, wieso ihr die Möglichkeiten von diesen Shiny-Hunting-Methoden nicht nutzen könnt. Sehr wohl aber könnt ihr eine Fangserie aufbauen, um die Shiny-Chance zu erhöhen. Je mehr Pokémon von der gleichen Art gefangen werden, desto wahrscheinlicher ist es, diesem Pokémon auch in der Shiny-Form zu begegnen. Jedoch Vorsicht, wenn eine dieser drei Dinge hier passieren, dann ist eure Fangserie unterbrochen und ihr müsst wieder von vorne beginnen. Nummer 1. Ihr fängt eine andere Pokémon-Art als die aus der Fangserie. Nummer 2, ein Pokémon aus der Fangserie flieht vor euch. Und zu guter Letzt Nummer 3, ihr beendet das Spiel oder schließt die Software. Der Standby-Modus beendet eine Fangserie übrigens nicht, ihr könnt also zu einem späteren Zeitpunkt das Spiel nochmal fortsetzen. Baut ihr hier eine Serie von 31 oder mehr Pokémon auf, so beträgt die Chance 1:341,3 einem Shiny-Pokémon zu begegnen. Auch durch das Item Schillerpin könnt ihr diese Shiny-Chance erhöhen. Den Schillerpin erhaltet ihr in Wurzelheim von Professor Birk, nachdem ihr den nationalen Pokédex vervollständigt habt. In Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli ist das natürlich deutlich einfacher, hier reicht es nämlich schon aus, den Kanto-Dex vervollständigt zu haben. Dazu müsst ihr nach Prismania City in die Apartmenthäuser, wo euch der markierte Mann den Schillerpin überreichen wird. Übrigens müsst ihr Mew, Meltan und Melmetal nicht im Pokédex registriert haben, damit ihr den Schillerpin bekommt. Der Schillerpin ist dabei eins der nützlichsten Basis-Items im Spiel, denn er erhöht fast in jeder Situation, wo man Pokémon begegnet, die Shiny-Chance. Wenn ihr mehr als 31 Mal dasselbe Pokémon hintereinander gefangen habt, dann könnt ihr eure Chance bereits auf einen Wert von 1:293 erhöhen. Das ist einiges. Man kann die Chance aber nochmal erhöhen, indem man das Item Lockparfüm verwendet. Wie der Name schon sagt, werden durch dieses Item Pokémon angelockt. Aber nicht nur das, auch Shiny-Pokémon tauchen eher auf. Genauso wie bei dem Item Schutz gibt es hier auch Super- und Top-Lockparfüm, die unterschiedlich lange wirken. Einmal eingesetzt, könnt ihr dadurch die Chance auf ein Shiny-Pokémon erhöhen. Bei einer 31er Fangserie bedeutet das zum Beispiel, dass die Chance auf 1:315 ansteigt. Das ist zwar nicht ganz so viel wie beim Schillerpin, dafür kann man das Item in jedem Pokémon-Supermarkt kaufen. Das Tolle hieran ist, dass die Methoden sich miteinander kombinieren lassen, daher ihr Lockparfüm, die Fangserie und den Schillerpin gleichzeitig benutzen könnt. Verwendet ihr alle Methoden in der Kombination, so erhöht sich die Chance auf 1:273. Und das ist aktuell auch das Maximum, was ihr in Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli erreichen könnt. Übrigens hier an der Stelle noch ein wichtiger Hinweis. Denn ihr erhöht nicht nur die Shiny-Chance von den Pokémon in der Fangserie, sondern auch von denen Pokémon, die in näherer Umgebung spawnen und nicht in der Fangserie sind. Habt ihr beispielsweise eine aktive Fangserie eines Taubsis, ist es damit genauso gut möglich, ein Shiny Habitak damit zu fangen, und zwar in derselben Chance, wie ihr das mit dem Shiny Taubsi auch machen könntet.
Ihr könnt so zum Beispiel beginnen, mit einem einfachen Pokémon die Fangserie aufzubauen und schlussendlich ein anderes Pokémon Shiny hunten. Auch entscheidend ist, wie viele Pokémon in einem Areal maximal spawnen können. Zwar beeinflusst dies nicht direkt die Shiny-Chance, dafür spawnen die Pokémon natürlich schneller und so kommt ihr schneller auch an ein Shiny-Pokémon. Ein Areal wie den Vertania-Wald am Anfang zu nehmen, ist deswegen auch eine gute Idee, um einen Shiny-Hunt zu beginnen. Auch ist es wichtig, die Alola-Form nochmal hier einmal separat zu erwähnen. Denn diese Formen können nur im Tausch gegen NPCs erhalten werden. Hier ist es so, dass die Chance weder vom Schillerpin noch vom Lockparfüm beeinflusst wird. Die Chance, hier einem Shiny-Pokémon zu begegnen, sind also tatsächlich die vollen 1 zu 4096. Zu guter Letzt sei aber noch gesagt, dass es natürlich einige Pokémon gibt, die niemals Shiny sein können. Seit der 5. Generation gibt es übrigens auch bei einigen Shiny-Pokémon Bedingungen, an welchem OT oder in welchem Pokéball das Pokémon gefangen sein muss, damit es Shiny sein kann. Ich denke, meine Freunde des Pokémon-Universums, jetzt steht euch nichts mehr im Wege, Shinies in Pokémon Let's Go ganz einfach zu finden. Wie seid ihr eurem ersten Shiny-Pokémon in Pokémon Let's Go begegnet oder habt ihr noch kein Shiny-Pokémon gefunden? Schreibt mir eure Erfahrungen und Meinung in die Kommentare, ich bin schon gespannt. Ansonsten, liken, hypen nicht vergessen, euer Support in den letzten Tagen ist wirklich einfach incredible, muss ich so sagen, ist mega Bombe, macht weiter so. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das hier kostenlos an der Stelle tun. Und wenn ihr durch dieses Video einem Shiny begegnet seid und vorher keins hattet, würde ich dies erst recht tun. Doch jedes Video geht zu Ende, auch dieses hier, meine Damen und Herren, und in diesem Sinne sage ich bis denn, Servus und Ciao, meine Freunde des Pokémon-Universums.